Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Gestern hatte ich ein Video zum Format der FNCS hochgeladen und dort gab es unter anderem mal wieder einen Kommentar, der die ganze Prizepool-Thematik in dieser Season angesprochen hatte. Denn es ist ja so, dass relativ viele zurzeit immer behaupten, auf den ganzen Social-Media-Seiten, dass der Prizepool ziemlich gering in dieser Season ist. Denn es ist ja so, dass wir bereits schon mal in der Season X eine Trio FNCS hatten und dementsprechend kann man das jetzt immer relativ gut vergleichen mit den alten Preisgeldern, mit den heutzutageigen Preisgeldern. Und ich werde euch in diesem Video mal das Ganze aufklären, ob es wirklich so ist, dass wir in dieser Season deutlich weniger Preisgelder haben und woran das Ganze vielleicht liegen könnte und generell werden wir uns das Ganze jetzt mal anschauen. Wenn ihr natürlich in Zukunft keine weiteren solche Videos verpassen wollt, könnt ihr gerne hier ein Abo da lassen. Außerdem würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr einen Kommentar schreibt, wo ihr vielleicht ein paar Videoideen reinschreibt, denn ich bin ab dem 8.10. wieder im Urlaub und dafür brauche ich noch ein paar Videoideen für meine vorproduzierten Videos. Schreibt gerne rein, würde mich auf jeden Fall freuen und dann würde ich sagen, beginnen wir direkt mal mit dem Video. Bevor wir in die ganze Thematik reingehen, muss man als erstes mal beachten, dass es mittlerweile so ist, dass wir einen getrennten PC bzw. Konsolen- und Mobilgeräten Preispool haben. Das heißt, es ist so, dass wir eben halt einmal den ersten Platz beispielsweise auf dem PC haben, einmal den ersten Platz auf Konsolen. Dadurch muss man das natürlich immer mal zwei rechnen. Das habe ich hier in meiner Tabelle auf der rechten Seite gemacht und generell habe ich euch hier einmal alles zusammengefasst, was ihr dazu wissen müsst, die einzelnen Gelder, die man aus den einzelnen Runden bekommt, damit es eben halt möglichst übersichtlich ist und man sehen kann, wo im Prinzip die ganzen Preisgelder weggehen sind und so ist es, denke ich mal, deutlich übersichtlicher, als würde ich es irgendwie anders machen. Als erstes haben wir auf jeden Fall den ersten Platz, der mittlerweile deutlich weniger bringt. Damals noch 480.000 Dollar, mittlerweile nur noch 222.000 Dollar zusammen mit den Konsolen. Allerdings ist eben halt das Besondere bei diesem Mal, dass man zwischen dem zweiten und zehnten Platz dann deutlich mehr insgesamt bekommt. Damals waren es 508.000, mittlerweile nur noch 780.000 und das Ganze ist dann zwischen dem 11. und 132. Platz wieder relativ gleich und dann ist es eben halt so, dass er insgesamt bei 1,675 Millionen rauskommen. In der alten FNCS, in der Season X FNCS und jetzt haben wir eben nur noch 1,6 Millionen. Kann man aber relativ vernachlässigen. Das heißt, ich würde jetzt mal sagen, dass die Grand Finals relativ ähnlich sind. Dort hat man eigentlich keine wirkliche Änderung im Price Pool. Das heißt, alle, die jetzt rummeckern, weil nur der erste Platz 111.000 bekommen, das hat eben halt wirklich keine Relevanz. Da es eben halt, wie gesagt, so ist, wir haben die Konsolen eben halt, die auch noch den gleichen Price Pool haben und dafür bekommen eben halt die Plätze darunter wirklich ziemlich gut Preisgelder. Kein Grund zu meckern, dass es hier irgendwie wenig Preisgeld gibt. Generell muss man auch sagen, dass die Preisgelder immer noch höher sind als in vielen anderen Games. Ich meine, 111.000 Dollar als Trio ist wirklich immer noch sehr, sehr viel und das hier natürlich auch ein Wettkampf, der nicht nur einmal pro Jahr stattfindet, sondern FNCS gibt es 4-5 Mal pro Jahr, natürlich bei normalen Season-Längen und das ist auf jeden Fall eine ganz schöne Menge und dort sollte man sich auf jeden Fall nicht beschweren. Der Punkt allerdings, wo ich sehr, sehr vielen zustimmen muss, ist bei den Weekly Finals, denn da ist es wirklich ein extrem großer Unterschied zwischen damals und heute und dort kommen eigentlich auch diese großen Unterschiede im Price Pool zusammen, denn es war damals so, dass wir zum einen 5 Weekly Finals hatten, das heißt wir hatten 5 Wochen FNCS Qualifikation und in jeder dieser 5 Wochen hatte man die Möglichkeit beim ersten Platz auf 96.000 Dollar. Mittlerweile haben wir nur noch 3 Runden bzw. 3 Qualifikationswochen, wo wir jemals nur noch 12.000 bekommen können. Das heißt, wir bekommen nicht mal in den einzelnen Wochen mehr, sondern wir bekommen jetzt eben halt sogar weniger Wochen mit weniger Preisgeld, insgesamt sogar ein Viertel mit Konsolen zusammen und insgesamt ein Achtel nur auf PC und das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr krasser Job. Da ändert sich auch nichts in den ganzen anderen Bereichen. Wir hatten damals 134.000, heute noch 37.500 zwischen 2. und 10. Platz. Genauso 11. bis 33. wobei es da noch relativ ausgeglichen ist, wenn man die Konsolen dazu zählt. Und dann kommt eben halt nochmal als ganz, ganz großer Batzen drauf, dass wir damals die Möglichkeit hatten, zwischen dem 34. und 250. Platz jemand auch Preisgelder mitzunehmen. Das geht heute gar nicht mehr, denn heutzutage gibt es das Ganze nur noch ab dem 33. Platz. Diese 208.000 Dollar sind tatsächlich so der größte Unterschied eben mal zwischen damals und heute, denn wenn man das mal zusammenrechnet, dann hatte man damals 386.000 Dollar insgesamt in den jeweiligen Weekly Finals. Heutzutage hat sich das geändert, denn wir haben nur noch 67.500 bzw. 135.000 Dollar und wenn man das Ganze dann eben halt nochmal mit den ganzen Wiederholung dieser Finals multipliziert. Das heißt, 5-mal bei den ursprünglichen Weekly Finals, dann sind wir bei fast 2 Millionen. Heutzutage dann eben nur noch bei 200.000 bzw. bei 400.000. Und das sind eben halt wirklich nur noch ein Fünftel von dem, was wir damals hatten. Und das ist ein extrem krasser Verlust an Preisgeld, den wir haben. Dementsprechend kommen wir dann overall dabei raus, dass wir damals 3,6 Millionen hatten. Mittlerweile nur noch 1 Million bzw. 2 Millionen. Und das ist schon wirklich extrem krasser Unterschied. Und da finde ich es auch berechtigt, dass man bis
meisten darüber meckert. Und mein größter Kritikpunkt eigentlich an der ganzen Sache ist eigentlich nicht, dass der erste Platz wirklich nur so wenig bekommt. Dort könnte man natürlich gerne machen, dass er erst vielleicht 25.000 oder 24.000 bekommt. Wäre ich auf jeden Fall wieder komplett fein mit. Allerdings ist das viel Schlimmere an der ganzen Sache, dass er wirklich zwischen dem 34. und 250. Platz gar kein Preisgeld mehr bekommt, wodurch wir wirklich extrem wenig in diesen einzelnen Weekly Finals hatten, die immer davor auch wirklich ein richtig großes Event waren. Genau das gleiche war ja auch beispielsweise bei der WM so. Dort waren allein diese 10 Wochen mit so viel Preisgeldern, dass es wirklich im Prinzip fast schon stärker war, also insgesamt an den Preisgeldern, den man dort verdienen konnte, als die Finals dann eben halt an sich, als das große WM-Finale. Und das war eben halt hier jetzt in der alten Trio FNCS genauso. Mittlerweile ist es eben halt nur noch so wie ein ganz normaler Cash Cup. Man bekommt immer wirklich gefühlt gar nichts mehr und ich finde es da auf jeden Fall sehr, sehr nice. Wenn vielleicht hier wieder so 100.000 hinkämen, wäre auf jeden Fall, wie gesagt, deutlich besser, als wie es jetzt ist. Ein weiterer Kritikpunkt, den ich häufig gehört hatte, war, dass eben halt relativ viele sich beschwert hatten oder die Überlegung hatten, dass wenn der Konsolenpreispool wieder weggenommen würde, dass wir dann eben halt auf PC bzw. wieder als gemeinsamen Preispool das Doppelte dann eben halt bekommen können. Allerdings glaube ich das ehrlich gesagt mal gar nicht so, denn ich glaube, Epic Games hat eben halt extra diese Preispools gesplittet, damit eben halt mehr Leute spielen, denn gerade auf Konsole spielen, glaube ich, sehr, sehr viele das Game nur noch, weil es immer diesen Preispool gibt, wo man dort eben halt, glaube ich, deutlich leichter an diesen Preispool rankommt und eben halt gerade die Konsolenspieler sind der Großteil nun mal der Fortnite-Community, muss man ganz einfach sagen, da immer eine Konsole deutlich günstiger ist, haben das mehr Leute und dadurch gibt es immer noch mehr Leute auf Konsole, die eben halt Geld für das ganze Spiel ausgeben und normal sind es die Spieler, die dann eben halt Geld auch für Fortnite bringen und wenn man eben halt möglichst viele darauf lockt, gerade eben halt Spieler, die vielleicht vorher noch nie Fortnite gespielt hatten und dann eben halt einfach eine Konsole haben und sich das einfach runterladen, die werden dann eben halt insbesondere wieder einen neuen Battle Pass kaufen, wodurch jedes Mal Fortnite 10 Euro einnimmt und damit verdient eben halt Fortnite wirklich am meisten und wenn man eben halt damit mal vergleicht, die ganzen PC-Spieler, da sind viele Leute eben halt dabei, die wenig ausgeben, die das Spiel einfach wirklich nur zum Sweaten spielen und nicht um irgendwie 1000 Skins zu haben und darauf baut natürlich Epic Games und versucht eben halt mit diesem Konsolen-Price-Pool möglichst viele Leute anzulocken, umso weniger Spieler natürlich Fortnite spielen, umso weniger Preisgelder kann natürlich Epic Games überhaupt bereitstellen und dementsprechend sollte man auf jeden Fall jetzt nicht denken, dass der Konsolen-Price-Pool irgendwann wieder zum gemeinsamen Price-Pool wird und wir dann im Prinzip genau den gleichen Price-Pool, den wir zusammen mit Konsole hatten, dann als gemeinsamen Price-Pool haben. Das muss man auf jeden Fall immer im Hinterkopf behalten. Allerdings finde ich, gibt es auf jeden Fall so ein paar Punkte, wo wir ein bisschen mehr Preisgelder bekommen könnten, denn ich meine, Epic Games verdient mittlerweile immer, glaube ich, immer noch genauso gut wie damals und es gibt eigentlich keine Gründe, warum die weniger Preisgelder raushauen müssten. Und um das ganze Thema nochmal zusammenzufassen, würde ich auf jeden Fall sagen, die gewissen Kritiken an dem Preispool sind auf jeden Fall berechtigt, der Hate ist allerdings nicht berechtigt, vor allen Dingen nicht an den Grand Finals. Dort ist es wirklich jeder Hate, der daran ist, komplett unberechtigt. Wenn jemand etwas an dem Weekly Finals Preispool sagt, auf jeden Fall völlig berechtigt, Hate trotzdem eben halt weiterhin unberechtigt. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt natürlich gerne mal eure Meinung zur ganzen Thematik in die Kommentare. Und dann hoffe ich, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao, Leute.